Und ich bitte jetzt Genossen Andreas Schieder rauszukommen und ebenfalls sein Statement zu halten. Bitte. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, auch die Diskussion jetzt, aber auch die Diskussion, die wir die letzten Wochen geführt haben bei den Hearings, hat sehr schön gezeigt, wie viel Leidenschaft, wie viel Herz und Hirn in unserer Partei steckt, und das gibt Kraft und es gibt auch mir Zuversicht. Liebe Genossinnen und Genossen, es geht ums Eingemachte, wie ich auch schon bei der Bekanntgabe meiner Kandidatur gesagt habe. Es geht ums Herz und die Seele unserer Stadt, weil wir stehen vor einer großen Herausforderung. Und liebe Genossinnen und Genossen, die Herausforderung ist nicht schwarz-blau. Ja, es stimmt, dass diese Bundesregierung, der wir gegenüberstehen, eine unsoziale Politik macht. Dass diese Bundesregierung, der wir gegenübersteht, den arbeitenden Menschen und ihrer Vertretung alles macht, damit sie ihr schaden kann. Und ja, es stimmt, dass diese Bundesregierung es auf Wien abgesehen hat und entschlossen ist, alle Errungenschaften, auf die wir so stolz sind, auch zu zerstören. Aber das ist auch nicht die Herausforderung, die ich meine, liebe Genossinnen und Genossen, denn letztlich ist diese Herausforderung, wie man so schön sagt, aufgelegt. Schwarz-Blau hat letztlich allen Grund, gegen uns zu kämpfen, weil jeder Tag, wo wir in Wien vorzeigen, was soziale Politik ist, jeder Tag, wo wir in Wien eine ordentliche Politik im Interesse der Menschen, die hier leben und arbeiten, machen, jeder Tag, wo wir zeigen, dass unsere Kindergärten besser sind als die in Tirol, und jeder Tag, wo wir zeigen, dass unsere Krankenhäuser besser sind als die in Niederösterreich, an jedem einzelnen Tag, an dem wir hier in Wien regieren, spüren wir Schwarz-Blau ihre eigene Verlogenheit vor Augen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich verstehe, dass genau das Sebastian Kurz Angst macht. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass die eigentliche Herausforderung schwarz-blau ist, sondern ich bin die Meinung, dass, und das muss man auch klar aussprechen, dass Sebastian Kurz und HC Strache nur Handlanger sind. Nämlich die Handlanger und Marionetten eines Wirtschaftssystems, das immer ungenierter wird. Wir brauchen uns ja nur anschauen, die großindustriellen Sponsoren, die hinter der ÖVP stehen. Wir brauchen uns ja nur anschauen, die Herrenmenschen, die hinter der FPÖ stehen und die glauben, dass ihnen das Land gehört. Und glaubt mir, liebe Genossinnen und Genossen, ich kenne diese Typen. Allein schon als Finanzstaatssekretär in der Regierung Faymann habe ich sie aus nächster Nähe kennengelernt. Die Banker und Millionäre, die das Tausendfache von dem besitzen, was man sich an sich nicht einmal in einem Leben, wo man fleißig arbeitet, als normaler Mensch zusammensparen kann. Typen, denen der soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sowas von wurscht ist, liebe Genossinnen und Genossen. Und glaubt mir, ich kenne diese Typen. Ihre Agenda ist nicht nur die Zerstörung der SPÖ, der Arbeiterkammer und der Gewerkschaften. Das ist alles nur Mittel zum Zweck für sie. Was sie wirklich wollen, ist noch mehr Gewinn. Noch mehr Millionen durch eine Umverteilung von unten nach oben. Und das ist ihre eigentliche Agenda. Sie wollen das Rote Wien zerstören, damit sie ans Tafelsilber kommen. Damit sie endlich sich das nehmen können, von dem sie schon so lang gierig träumen. Sie wollen unsere Daseinsvorsorge. Sie wollen unsere Gemeindewohnungen privatisieren, unsere Krankenhäuser, unsere Müllversorgung, unsere Energieversorgung, unsere Verkehrsbetriebe, unser Wasser. Wenn man so zusammenfassen will, alles das, was unsere Stadt lebenswert und leistbar macht. Bis wir englische Verhältnisse haben. Darum geht es Ihnen. Und das werden wir alle gemeinsam mit den Gewerkschaften nicht zulassen. Und ich bin überzeugt, dass die Wienerinnen und Wiener auch auf unserer Seite in diesem Kampf stehen. Unsere Daseinsvorsorge und unsere Stadt stehen nicht zum Verkauf, liebe Genossen. Nicht heute, nicht morgen, nie. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt aber eine zweite große Herausforderung. Und die große Herausforderung ist unsere Uneinigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß schon,
weil es haben viele hier auch gesagt und genau das sehe ich auch so. Ich habe die Nase voll von diesen Streitereien und Machtkämpfen in unseren eigenen Reihen und daher muss klar sein, ab heute, hier und jetzt hört das auf und wir schauen gemeinsam, geschlossen und geeint nach vorne. Weil wir wissen, wenn wir uns selbst schwächen, machen wir nur die anderen stark. Und, liebe Genossinnen und Genossen, gerade unsere Einigkeit und Loyalität sind auch Tugenden, die auch einen Auftrag in sich tragen. Nämlich den Auftrag, dass wir die Menschen in unserer Stadt nicht verraten dürfen, die auf uns vertrauen. Die Menschen, die zu Recht erwarten, dass wir unsere gesamte Kraft darauf richten, für ihre Interessen zu kämpfen. Und daher ist die Einheit unserer Partei so wichtig. Und daran werde ich auch nach dem Parteitag heute, wenn alles vorbei ist, auch mich mit dem Michael Ludwig zusammenzusetzen, egal wie es ausgeht, um über die Zukunft unserer Stadt zu sprechen. Das verspreche ich euch. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, die Lage ist auch nicht so schlecht, wie manche Medien uns einreden wollen. Und wenn die Welt so wäre, wie manche Zeitungen, wie zum Beispiel die Tageszeitung Österreich immer wieder schreibt, dann wäre sie im letzten Jahr allein schon dreimal untergegangen, weil irgendein mysteriöser Meteorit eingeschlagen wäre. Aber im Ernst, die Welt geht nicht unter, auch nicht durch Schwarz-Blau. Im Gegenteil, wir können auch aus dieser Situation neue Kraft und neues Selbstbewusstsein ziehen. Weil ich bin überzeugt, dass es viele gibt, die jetzt auf uns setzen. Ich war letztens im Aufcenter einkaufen und da haben mich zwei Herren hergeholt im Espresso dort, wo ich mir gedacht habe, na gut, das sind die FPÖ-Wähler, die ich eigentlich eh schon von vielen Verteilaktionen kenne. Und die haben mir gesagt, sie wählen jetzt nie wieder FPÖ, weil sie fühlen sich vollkommen verraten. Und ich bin mir sicher, es wird in der Zukunft noch viel mehr frustrierte FPÖ-Wähler geben, denen wir zeigen können, dass wir für die Menschen in dieser Stadt da sind. Wir müssen nur auch auf sie zugehen. Und es wird noch viel mehr andere Menschen geben, nämlich bei den Grünen, bei den Pilzwählern. Es wird Bürgerliche geben, die sich so ganz und gar nicht vom Herrn Kurz und vom Herrn Blümel vertreten sehen. Und viele Menschen in dieser Stadt wünschen sich, dass Wien ein starker Gegenpol zu Schwarz-Blau ist. Wir müssen nur diesen Menschen zeigen, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir für sie da sind. Wir müssen dafür auch unsere Partei öffnen und breit aufstellen. Weil dann reden wir nicht nur davon, dass wir Verhältnisse in Wiener Neustadt verhindern, dann reden wir endlich auch davon wieder, dass wir ein rotes Wien haben können, das mit einer absoluten Mehrheit ausgestattet ist. Ich weiß, was wir können, liebe Genossinnen. Und darum sage ich euch, ich will auch diese absolute Mehrheit. Aber ich will nicht, dass wir von der absoluten Mehrheit träumen. Ich will, dass wir an dieser absoluten Mehrheit ab heute zu arbeiten beginnen. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn jemand fragt, wie soll denn das gehen, dann muss man sagen, die Antwort darauf finden wir in unserer Geschichte. Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe euch heute etwas mitgebracht. Das ist ein kleines, unscheinbares Buch. Es ist 130 Jahre alt. Es ist die Erstausgabe der Protokolle vom Gründungsparteitag in Hainfeld. Und alleine das, wenn man sich überlegt, damals haben sich die Genossinnen und Genossen, die am Parteitag teilgenommen haben, es waren mehr Genossen als Genossinnen, die Schuhe vom Nachbar ausgeborgt, damit sie zum Parteitag reisen können, damit sie dabei sind. Ja, und damals war die Partei gespalten. Die Gräben, oder die Partei gab es noch nicht, die Gräben zwischen den Organisationen waren tief. Es gab viele Probleme. Es gab mächtige und brutale Gegner und die Not der Menschen war groß. Aber auf diesem Parteitag waren Genossinnen und Genossen, die weit mehr getrennt hat, die aber letztlich eines gemacht haben, was uns bis heute stark macht. Sie haben sich die Hand gereicht und haben unsere wunderbare Partei gegründet. Und liebe Genossinnen und Genossen, sie haben ihr Ego und sie haben das Anliegen ihrer jeweiligen Fraktion hinter das große Ganze gestellt und nicht umgekehrt. Und vielleicht hat es ihnen auch ein Stück weit geholfen, dass damals noch kein Facebook und Twitter gegeben hat und daher niemand in Versuchung geführt worden ist.
Aber liebe Genossinnen und Genossen, was zählt, ist der Zusammenhalt, das Miteinander, die Solidarität, die Bereitschaft, sich in den Dienst der gemeinsamen Sache zu stellen. Und zwar auch oder gerade dann, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Das hat uns vor 100 Jahren stark gemacht und das wird uns auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte stark machen. Besinnen wir uns auf das, was uns verbindet, nämlich unsere Ideale. Wie viele von euch, liebe Genossinnen und Genossen, habe ich meinen politischen Weg in einer Jugendorganisation begonnen. Bei mir war es die sozialistische Jugend, die SJ. Und eine Frage, die ich mir und die mir viele von uns sich immer wieder seit damals stellen, werden wir den Überzeugungen aus unserer Jugendzeit, aus den Dingen, für die wir damals gebrannt haben, heute noch gerecht? Und was uns gelingen muss, ist, dass wir die Flamme am Brennen halten und nicht die Asche aufbewahren. Wir müssen dabei immer an das denken, was nach uns kommt und wer unser Erbe antreten wird. Ich sage das auch als Sohn eines Wiener Politikers, der selbst, nämlich mein Vater, in der SJ begonnen hat und bis zu seinem Tod für unsere Partei gearbeitet hat. Aber wie glücklich und stolz es einem macht, dass das eigene Kind sich für die Ideale unserer Bewegung engagiert, weiß ich erst, seitdem mein Sohn Max sich selbst in der Jugendorganisation bei den Studenten begonnen hat zu engagieren. Und ich weiß auch, um das auch offen anzusprechen, es wird mir oft der Vorwurf gemacht, ich würde zum Parteiadel gehören. Und man muss eine dicke Haut haben und das darf man daher auch nicht zu ernst nehmen. Aber trotzdem, irgendwo im Inneren ärgert mich das, weil es ein dummes Klischee ist. Und weil ich finde, dass sich niemand im Saal hier verdient hat, kritisieren zu lassen dafür, dass wir unsere Ideale und unsere Werte an die nächste Generation weitergegeben haben. Ich schäme mich nicht, ein Kind unserer Partei zu sein, liebe Genossinnen und Genossen. Aber neben unseren Idealen und unserem Zusammenhalt ist auch für uns besonders wichtig die Verankerung in der Bevölkerung. Und deshalb müssen wir als Wiener SPÖ auch so nah wie möglich bei den Menschen und ihren Anliegen sein. Die Arbeit in den Sektionen, oder um es anders zu sagen, wer die Arbeit in der Sektion, wer die Arbeit im Betrieb nicht ehrt, ist die ganze Stadt nicht wert. Wer diese Stadt erfolgreich führen will, muss von einer starken Basis getragen sein. Ideen sind wichtig, aber hinter Ideen stehen die Menschen. Und die Menschen sind unsere Stärke, liebe Genossinnen und Genossen. Wir kümmern uns um die alltäglichen Sorgen genauso wie um die großen, um die Sorgen der Nachbarin im Haus und des Kollegen im Betrieb. Tag für Tag, Gespräch für Gespräch. Das ist die Wiener Sozialdemokratie. Einige Redner haben auch angesprochen die internationale Situation und genau um diese Verbindung geht es. Heute auch angesichts der globalen Herausforderung ist die Arbeit vor Ort und die Arbeit in Europa und in der Welt eins geworden, weil die Briefkastenfirma in Panama hat Auswirkungen auf die Bauarbeiter in Penzing. Die Steuerschlupflöcher in Singapur haben Auswirkungen auf die Schulen in Simmering. Facebook verändert Favoriten und der Dow Jones Donaustadt. Wir können nicht so tun, als wäre Wien eine Insel, weil Wien ist nicht irgendein Dorf. Wien ist eine Weltstadt, nicht zuletzt dank der Arbeit von Michael Häupl. Und wenn wir für eine Weltstadt wie Wien Politik machen, dann gestalten wir dadurch nicht nur die Stadt, wir gestalten damit auch die Welt, liebe Genossinnen und Genossen. Und daraus ergibt sich auch eines ganz klar: sozialdemokratische Politik kann keine nationalistische sein. Und gerade die Affäre Landbauer hat es so stark vor Augen geführt. Der Herr Mölzer nennt es Juxlieder. Aber was ist es in Wahrheit? Es sind Lieder, die eindeutig antisemitisch, verhetzerisch sind und unter das Verbotsgesetz fallen. Früher kam mit den Blauen die Bubelpartie in die Macht. Jetzt kommen beinharte Burschenschafter. Und auch, weil immer geredet wird, die FPÖ will sich jetzt von dem lossagen. In Salzburg
kämpft die FPÖ für einen FPÖ-Funktionär, der unbedingt das Kennzeichen 88 haben will, was ein Nazi-Code für Heil Hitler ist. Und da sieht man, in der Partei sind viele Dinge nicht sehr weit entfernt. Und wir müssen uns fragen, und wir müssen dagegen kämpfen, dass hier stückweise die Grenze des Tolerierbaren immer um ein Stück verschoben wird. Mit uns nicht, wir wären den Anfängern, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir müssen auch den Bundeskanzler Kurz in die Verantwortung nehmen. Denn letztendlich war es auch der Kurz, der diese Leute in die Regierung genommen hat und der, wenn er jetzt von Verantwortung und Konsequenzen spricht, diese auch ziehen muss. Es geht nicht, dass dieser Landbauer nicht zurücktritt. Der muss früher, besser früher als später zurücktreten, liebe Genossinnen und Genossen. In dieser Stadt hat Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Antisemitismus keinen Auftrag. Hier regiert die Solidarität, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn wir sagen, wir sind das Gegenmodell, wenn wir sagen, wir stehen für eine Stadt des Optimismus und des sozialen Zusammenhalts, dann müssen wir auch sagen, was wir für diese Stadt wollen. Nämlich eine Stadt, in der jeder gerne in seinem Bezirk wohnt und wo es auch egal ist, aus welchem Bezirk man kommt. Eine Stadt, in der alle Kinder, alle Chancen haben und in der den Leidenden geholfen wird und das Glück gerecht verteilt ist und niemand die Hoffnung zu verlieren braucht. Und dafür müssen wir in Wien auch in Zukunft in Bildung investieren, in bessere Berufsschulen, in die besten Kindergärten und in Ganztagsschulen, in denen Kinder übrigens unbeschwert dann, ohne Hunger, ohne Hausübung und ohne Schultasche, am Abend nach Haus kommen und ihren Fähigkeiten entfalten können. Und deshalb müssen wir auch in unsere Infrastruktur, in Forschung und Innovation investieren, damit wir hier Unternehmen haben, die gute Arbeitsplätze schaffen. Und deshalb müssen wir auch gegen explodierende Mietpreise kämpfen. Und deshalb müssen wir auch die Wiener Gemütlichkeit retten, indem wir den Wirtshäusern und Traditionscafés in unserer Stadt unter die Arme greifen und nicht zulassen, dass in den Erdgeschosszonen unserer Stadt nur mehr Wettcafés Platz finden. Und deshalb müssen wir auch für Mobilität in der gesamten Stadt sorgen, mit Umfahrungsring, Lobautunnel, Stadtstraße bis hin zu Öffis mit kürzeren Intervallen, auch am Stadtrand, und Öffis, in denen es eine WLAN-Versorgung gibt. Und die Genossin Gebhardt und einige andere Genossinnen haben es angesprochen. Deshalb müssen wir auch das rückschrittliche Frauenbild von Schwarz-Blau mit einer Vielzahl von Gegenprojekten beantworten. Nämlich Gegenprojekte für Selbstständigkeit und ein modernes Rollenverständnis. Für ein Mädchenfußballzentrum bis hin zum 5. Frauenhaus, bis hin zur Nachwuchsarbeit in unserer Partei. Das ist es. Denn Frauenpolitik letztlich, liebe Genossinnen und Genossen, ist Aufgabe der gesamten Partei. Mein Zukunftsbild von Wien heißt eine Stadt ohne Arbeitslosigkeit, eine Stadt ohne Klimabelastung, eine Stadt ohne Ghettos, eine Stadt ohne Wartezeiten am Amt, eine Stadt ohne Einkommensunterschieden zwischen Männern und Frauen und eine Stadt ohne Hass und ohne Intoleranz. Oder wenn man es anders sagen will, eine Stadt mit einer starken SPÖ. Und wird es einfach? Nein. Und wird es viel hacken? Ja. Aber haben wir uns schon jemals vor Arbeit gedrückt? Nein. Daher haben wir eine große Chance auch vor uns. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist kein Geheimnis, aber ich liebe diese Partei. Aber ich hasse es, wenn sie uneins und zerstritten dasteht und wenn ich sie so sehen muss. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich liebe diese Stadt, aber ich hasse es, wenn die Rechten und Rechtsextremen hier Neid und Zwietracht sehen. Und die FPÖ hat Fairness plakatiert, aber was haben sie geliefert? Den 12-Stunden-Tag, die Abschaffung der Aktion 20.000, die Enteignung der Arbeitslosen, das Ende der Jugendvertrauensräte,
Ihre Politik ist ein einziger Angriff auf die Errungenschaften von Arbeiterkammer, Gewerkschaften und Gebietskrankenkassen. Und darum habe ich auch eine Botschaft an alle Wienerinnen und Wiener, die der FPÖ das letzte Mal ihre Stimme gegeben haben. Wir müssen diesen sagen, nämlich den Leuten, die das letzte Mal FPÖ gewählt haben. Jeder Deal hat zwei Seiten. Sie gaben euch ihr Wort und ihr habt sie gewählt. Sie haben jetzt ihr Wort gebrochen, also wählt sie nie wieder. Liebe Genossinnen und Genossen, abschließend, ich trete nicht gegen Michael Ludwig an, sondern für unsere Partei. Ich trete auch nicht an, um Schwarz-Blau zu verhindern, sondern damit wir wieder gemeinsam in Richtung absolute Mehrheit marschieren. Ich möchte mit euch, für euch und durch euch die Ideale des Roten Wien mit Leben erfüllen. Und wird das einfach? Nein, es wird ein gewaltiger Berg Arbeit, der vor uns liegt, vor uns allen liegt. Aber als Naturfreund empfinde ich es nicht als Opfer und Belastung, einen Berg zu besteigen. Egal, ob das Wetter gut oder schlecht ist. Wenn man gut vorbereitet ist und wenn man ein starkes Team hat, ist es wunderschön, sich solchen Herausforderungen zu stellen. Also gehen wir los, Schritt für Schritt, bis wir unser Ziel erreicht haben. Dafür werde ich mit euch gemeinsam kämpfen und darauf gebe ich euch mein Wort. Und dafür bitte ich euch um eure Stimme. Freundschaft, Glück auf und bergfrei. Vielen Dank.